In diesem Video geht es um die objektorientierte Programmierung bzw. UML. Das Ganze ist so eine kleine Einführung in das Thema und soll die wichtigsten Begrifflichkeiten klären. Objektorientierte Programmierung, kurz OOP. Schauen wir uns das mal genau an. Die objektorientierte Programmierung zielt darauf, komplizierte Strukturen und Zusammenhänge mit einfachen Mitteln zu modellieren. Klassen und Objekte, Methoden und Eigenschaften, Generalisierung und Spezialisierung sind die Schlagwörter dieses Ansatzes. Schauen wir uns nun nochmal an, was UML ist. UML ist eine Abkürzung, steht für Unified Modeling Language und ist eine normierte Bildsprache, mit der man objektorientierte Modelle beschreiben kann. UML stellt verschiedene Diagrammtypen zur Beschreibung von Modellen zur Verfügung. Hier soll es nur um die Klassendiagramme gehen. Dazu klären wir erstmal, was eine Klasse ist. Nein, nicht die Klasse aus der Schule, sondern fangen wir an einem Beispiel an. Was hier gerade entsteht, sind Bäume. Obwohl jeder dieser jetzt gleich vier Bäumen anders aussieht, erkennt man sie als Bäume wieder. Das Entscheidende ist, man erkennt sie halt eben nicht direkt am Bild oder am Aussehen, sondern anhand der Eigenschaften und Funktionen. Das heißt, man weiß, ein Baum, der hat einen Baumstamm, der hat entweder Blätter oder Nadeln, der kann Photosynthese und erzeugt damit oder wandelt Kohlendioxid in Sauerstoff damit um. Ein Baum braucht Wasser, solche Dinge eben. Und daher kann man auch einen Baum, den man vielleicht vorher noch nie gesehen hat, trotzdem als Baum erkennen, weil man ihn eben an den Eigenschaften erkennt und nicht direkt an dem Aussehen. Das heißt, eine Klasse ist, wenn man so möchte, so eine Art Bauplan mit den entsprechenden Eigenschaften und Funktionen, die ein Objekt später ja, haben soll. Und beziehungsweise mit dem ein vorhandenes Objekt entsprechend verglichen werden kann. So, schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Bei dieser Gelegenheit siehst du auch gleich schon, was ein Klassendiagramm, beziehungsweise erstmal, wie man eine Klasse mit Hilfe von UML aufschreibt. Dazu hat man letztendlich drei Kästchen. Im oberen steht der Name der Klasse. In den mittleren die Attribute, die die Klasse hat, und ganz zum Schluss die Methoden, die die Klasse zur Verfügung stellt. Und wenn wir unser Bäumchen nochmal anschauen, dann machen wir das Ganze mal konkret. Die Klasse nennen wir Baum und meinetwegen als Eigenschaften hat Wasser, hat Blätter. Und ja, als Methoden gießen, das verändert dann sozusagen das Wasser oder Photosynthese. Man kann das natürlich jetzt noch beliebig erweitern, aber letztendlich modelliert man natürlich nur diese Eigenschaften bzw. Methoden, die man späterher auch wirklich braucht. Was weiß ich, wenn das Ganze mal ein Spiel werden soll, wo man sich meinetwegen um Bäume kümmern muss, dann passt man das entsprechend an. Was weiß ich, wenn das Ziel des Spiels ist, dass man sich darum kümmert, dass die immer genug Wasser haben, dann muss man das hier entsprechend sich was einfallen lassen, was halt zum Beispiel Photosynthese, könnte man jetzt sagen, das verbraucht Wasser und Gießen, das fügt wieder Wasser hinzu. Das wäre zum Beispiel so eine Idee. So, dann werden wir das Beispiel mal programmieren. Zur Erinnerung hole ich das nochmal, das Klassendiagramm von eben. Da hatten wir den Baum und unsere beiden
Attribute und die beiden Methoden. So, und jetzt ja, schreiben wir das Programm auf, Klasse Baum, dann kommen die, man sieht hier mit Minus und Plus. Minus heißt Private, Plus ist Public. Das heißt, alles was Plus ist, da können andere Klassen von außen drauf zugreifen und was Minus ist, also sprich Private ist, das kann nur von intern erreicht werden. So, und wenn man genau hinguckt, sieht man allerdings, ich habe hier drei Methoden. Und diese Methode Baum ist nochmal eine ganz besondere. Das ist nämlich der sogenannte Konstruktor. Das heißt, es muss immer eine Methode geben, die den gleichen Namen hat wie die Klasse. Und warum das wichtig ist, siehst du im nächsten Beispiel. So, und jetzt benutzen wir unser Beispiel auch. Und dazu habe ich ein kleines Programm aus drei Zeilen. In der obersten Zeile wird einfach die Variable Wasser, das ist vom Typ Integer, zugewiesen. In der zweiten Zeile 102 vom Typ Baum, das ist unsere Klasse. Mit dem Namen B1 ist gleich New Baum. New ist ein Schlüsselwort und damit wird jetzt aus der Klasse ein Objekt erzeugt. Das Ganze nennt sich Instanzierung. Das heißt, jetzt habe ich, ja, B1 ist jetzt ein ganz konkretes Objekt. Und was unterscheidet die Klasse und das Objekt? Naja, ganz einfach, der Konstruktor. Und zwar, wenn ich diesen Konstruktor aufrufe, dann setzt der für die Attribute ganz konkrete Werte. Das heißt, der Bauplan Baum ist was ganz Allgemeines, aber in dem Moment, wo ich sage B1 gleich New Baum, wird das ein ganz konkreter Baum. Das heißt, der hat auch ganz bestimmte Werte. Und was jetzt hier gerade der dritte Pfeil, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Zeile 103 hergehe und sage Wasser gleich B1.gießen, B1, das ist praktisch mein Objekt. Und Punkt, und dann rufe ich die Methode Gießen aus meiner Klasse auf und kann damit ja praktisch eine Aktion ausführen. Wenn diese Variablen hier oben nicht private wären, könnte ich auch entsprechend mit B1 Punkt hat Wasser auch drauf zugreifen und praktisch Werte setzen. Aber hier habe ich es halt private gesetzt. Das heißt, man kann nur über die Methoden auf diese Variablen zugreifen. Ja, das ist im Prinzip eine Klasse, beziehungsweise wie man die in UML aufschreibt und wie man dann praktisch aus einer Klasse, in dem Fall Baum, hier nochmal in der Zeile 102. Das erste ist im Prinzip der Name der Klasse. Dann kommt der Name des Objektes, den ich mir frei aussuchen kann, ist gleich new und dann wird der Konstruktor aufgerufen. Ja, das ist im Prinzip die Geschichte mit der objektorientierten Programmierung. Was ist der Vorteil des Ganzen? Eigentlich ein sehr großer, weil wenn ich jetzt nicht nur einen Baum, sondern ich hatte das ja eben schon mal gesagt, wenn das so ein Spiel wird, wo man sich um Bäume kümmern muss, dann hat man vielleicht viele Bäume und dann ist es natürlich schön, wenn ich nicht jeden Baum einzeln programmieren muss, sondern ich habe einen Bauplan und ich kann mir so viele Bäume erzeugen. Das ist nur eine einzige Zeile hier und ich habe einen neuen Baum. Und das ist die entscheidende Geschichte, die man halt da entsprechend bei der objektorientierten Programmierung nutzt. Man tut halt reale Objekte zu Klassen zusammenfassen und dann braucht man nur die Klasse programmieren und kann dann das für alle Objekte verwenden.